Willkommen zu einem weiteren Buff von Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro und wir dürfen leider nicht anfangen, aber wir benutzen wieder mein Turnierdeck und zwar Getrebria Karakuri. Keine so gute Hand. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Monster von den fünf. Sollte allerdings nicht so schwierig sein, eigentlich das zu bekommen. Was kannst du nochmal? Okay. Ja, damit können wir es vielleicht machen. Mal sehen. Gut. Feuerformation Tanky. Nicht gut. Dann lassen wir ihn mal machen. Das wird auf jeden Fall ein harter Zug für uns, was er jetzt macht. Weil er wird sich jetzt ein bisschen was aufbauen. Bujin, okay. Ich feuer mal hier ein bisschen rein. Alter, das hätte meine gesamte Taktik vernichtet. Lol, okay. Alles klar. Dann setzen wir die beiden verdeckt. Und setzen den. Gut, das war auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass wir auf jeden Fall diese Schwarzes Horn des Himmels losgeworden sind, weil das ist eine richtig böse Karte. Nö. Bitte nicht, danke. Endphase, sehr gut. Okay, dann holen wir uns hiermit schon mal ein Monster. Und zwar ein Auto. Verdeckt. Offen meine ich, was laber ich? Und aktivieren den Effekt. Nein. Nehmen uns ein Auto auf die Hand. Und spezialbeschwören das Auto. Dann spezialbeschwören wir ihn hier. Mit seinem Effekt können wir uns nun, wenn wir das Auto weg, eines der Autos wegmachen, ein. Was nehmen wir uns denn? Jetzt kommt es darauf an, welches wir uns nehmen wollen. Ich würde sagen, wir probieren es mal mit dem Buraido. So. Aber da wir halt nicht die ideale Starthand haben, müssen wir bis zur nächsten Runde warten. Bevor wir wieder was Gescheites machen können. Was ist jetzt passiert? Na super. Okay, ist aber nicht so. Naja, doch, scheiße, wir haben jetzt die ganzen Autos im Friedhof. Super. Ja, gut, wir hatten halt keine besonders tolle Starterhand, sagen wir es so. Weil wir brauchen halt wirklich das hier und noch eins von fünf anderen Monstern. Das sind halt die beiden Karakuri-Viecher. Das Auto, das Getrebria MK3. Oder noch irgendwas anderes, weiß ich jetzt gar nicht welches. Mit denen könnte man dann OTK starten. Probieren wir es hier nochmal. So, wir nehmen uns jetzt noch ein Auto. Das letzte, was übrig ist. Genau, oder der Genix-Vogel, mit dem können wir es auch probieren. Mit dem wird es auch gehen. Wir beschwören hier noch den. Und speziell beschwören Buraido. Ja. Nein. Und holen uns ein Wachhund, würde ich sagen. Ne, wir nehmen uns den. Im Angriffsmodus. Dann aktiviert sich der Effekt von ihm. Und wir machen ihn im Verteidigungsmodus. Dadurch dürfen wir durch Buraido eine Karte ziehen. Dann machen wir eine Spezialbeschwörung zu Burai. Im Angriffsmodus.
Und nein, dann holen wir uns den Hund. Und Spezialbeschwörer und Sternenfresser. Und gehen in den Angriff. Und natürlich hat er gerade nochmal dieselbe Karte, ist ja klar. Ist ja nicht ultra unwahrscheinlich, dass man die nochmal hat, aber gut. So. Aber wir haben Sternenfresser draußen. Ich denke, das wird jetzt ein ziemlich hartes Duell für ihn werden. Nochmal eine Verdeckte, okay. Bringt ihm aber in dem Fall nichts. Ugin Yamako will seinen Effekt aktivieren. Kann ich nicht zulassen, sorry. Und wir ziehen und ziehen den Genex verbündeter Vogelmensch. Brauchen wir den? Na, mal sehen. Aktivieren den Effekt. Warte. Okay. Nein. Und nehmen uns den. Ja. Aktivieren den Effekt. Und holen uns das. Und können dann damit dann später nochmal Mist anstellen. So, aber jetzt zerstören wir erstmal sein Monster im Kampf. Wie gesagt, falls es bessere Kombos gibt, die ich während des Duells machen kann, dann, ja, ich bin halt noch in der Testphase mit diesem Deck, sagen wir es so. Und deshalb weiß ich nicht unbedingt immer, was am besten wäre. Und da hat er auch schon aufgegeben. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.